Willkommen zu unserem ersten Video über Operationsverstärker-Regenschaltungen. Wir werden uns jetzt mit der Schaltung des Umkehralliers beschäftigen. Ausgangspunkt für alle Regenschaltungen ist der uns bereits bekannte invertierende Verstärker. Das heißt, zeichnen wir mal hier unser Operationsverstärker-Symbol auf. Hier mit unserem Minuseingang, dem Pluseingang, den Ausgang. Dann beschalten wir den Plus-Eingang mit einer Verbindung an Masse und den Minuseingang mit unserem bekannten R1. Und wir wissen also, Verstärkerschaltungen brauchen eine Rückkopplung. Das ist also eine Verbindung zwischen dem Minuseingang und dem Ausgang. Die Rückkopplung haben wir hier eingezeichnet. Den Rückkoppelwiderstand bezeichnen wir mit R2. So, jetzt brauchen wir noch eine Eingangsspannung, die verstärkt werden soll. Und tragen wir mal hier die Spannungen ein. Das heißt, wir haben hier am Ausgang die Spannung UA und wir haben hier am Eingang die Spannung UE. Und wir kennen jetzt die Verstärkerformel für diesen invertierenden Verstärker, die sagt also UA zu UE ist also das gleiche wie minus der Rückkoppelwiderstand durch den Eingangswiderstand dieser Schaltung. Das ist also unsere bekannte Formel. So, wenn wir jetzt diese Schaltung ein wenig modifizieren, und zwar in der Weise, dass wir hier an diesem Knotenpunkt, hier wo diese virtuelle Masse sitzt, einen zweiten Widerstand befestigen. So. Nennen wir diesen Widerstand R3. Entschuldigung. R3. Und wir legen eine Spannung an diesen R3. Und wir nennen diese Spannung ebenfalls UE. Aber jetzt nummerieren wir es durch. Das heißt, hier haben wir ein UE2. Und das erste hier vorne nennen wir UE1. So, was können wir dann über die gesamte Situation sagen? Naja, schauen wir uns einmal die Ströme an. Wir werden also hier ein IR1 hineinfließen haben. Gleich wie beim invertierenden Verstärker. Wir werden also hier ein IR3 hineinfließen haben. Und nachdem wir hier die virtuelle Masse haben, hier hinein fließt nichts, weil ein endlicher Widerstand ist, muss der Strom hier weiterfließen und wird zu einem IR2. So. Und wenn wir jetzt noch die Spannungsabfälle anschauen, einer ist noch wichtig, das ist der Spannungsabfall UR2. So. Dann können wir doch Folgendes einmal sagen. Okay, wir wissen, also wenn wir jetzt das hier anschauen, hier haben wir eine virtuelle Masse, hier haben wir eine Masse, der Strom fließt hier herein. Wir können also sagen, UE1 ist also das gleiche wie UR1. Und was wir noch sagen können, UE2 ist also das gleiche wie UR3. Und wenn wir das hier jetzt noch am Ausgang aufzeichnen, die Situation, na, was haben wir für eine Situation am Ausgang gehabt? Zeichnen wir nur das Detail heraus. Das Detail ist das folgende. Wir haben also hier die Spannung UA. Und wenn wir jetzt weiter zeichnen und hier den Pfad entlang gehen, können wir das Ganze hier ein bisschen nach unten zeichnen. Hier haben wir eine virtuelle Masse. Das heißt, wir können doch hier zur virtuellen Masse über den Widerstand R2 auch die Spannung UR2 einzeichnen. Dies schaut so aus. UR2. Das heißt, wir sehen aus dieser Zeichnung hier, dass das UA ja genau entgegengerichtet zu UR2 ist. Das heißt, wir können sagen, das UA ist also gleich minus UR2. So. Gut, und dann wissen wir noch eines, wenn wir hier den Knoten ansehen, hier kommt IR1 her und IR3 her und die zu IR2, dann können wir sagen, IR2 muss also sein die Summe aus IR1 plus
IR3. So. Was können wir jetzt daraus machen? Schauen wir uns diese Gleichungen einmal hier der Reihe nach an. Okay. IR2 ist gleich IR1 plus IR3. Drücken wir IR2 über das Ohmsche Gesetz aus. So, wir können also sagen, okay, Ohmsches Gesetz, I ist gleich U durch R, das heißt, wir haben also hier stehen UR2 durch IR2. Wenn wir uns das hier anschauen, UR2 durch R2, das löschen wir hier weg. Also UR2 durch R2 ist genau IR2. So. Ist das gleiche wie? Ja, UR1, was ist UR1? Naja, wir schreiben es einmal hier an. UR1 durch R1 plus UR3 durch R3. Die erste Konvention, die wir treffen, die erste Vereinbarung ist, dass R1 soll sein R2, soll sein R3 und die alle sollen gemeinsam R heißen. Also, wir können also die Gleichung jetzt umschreiben und können sagen, gut, also UR2 durch R ist das gleiche wie UR1. Durch R plus UR3 durch R. Und jetzt sehen wir, wenn wir R herausheben, können wir alles hier kürzen. Also wir haben jetzt einfach UR2 ist gleich UR1 plus UR3. Na gut, schauen wir weiter an. Wenn wir jetzt noch UR2 ausdrücken und wir sagen also folgendes, und das UR2 ist ja nichts anderes wie minus UA. Dann können wir noch weiter schreiben. Minus UA ist gleich. Das UR1 ist nichts anderes als das UE1. Und das UR3 ist nichts anderes als das UE2. So, dann sind wir schon fast fertig. Wir sehen also, minus UA ergibt sich als die Summe aus U1 plus U2. Naja, dann wird UA, wenn wir das Ganze noch entsprechend eben umformen, nichts anderes sein als minus UE1 plus UE2. So. Wir sehen also, hier haben wir eine Addition und hier haben wir eine Umkehrung. Das heißt, das ist die Formel des Umkehradierers. Und gehen wir das Ganze jetzt noch einmal durch. Alle Rechenschaltungen haben als Basis den invertierenden Verstärker. Die Beziehung zwischen Ausgang und invertierenden Verstärker ist nichts anderes als minus der Rückkoppelwiderstand durch den Eingangswiderstand. Wir ergänzen jetzt diesen invertierenden Verstärker hier vorne an der virtuellen Masse, indem wir einen zweiten Widerstand anschließen und am anderen Ende des Widerstands eine zweite Spannung. Die Spannungen sollen jetzt sein UE1 und UE2. Wir kennen also noch vom invertierenden Verstärker die Aussage, dass das UA nichts anderes ist als das minus UR2. Hier unten noch einmal in dieser Zeichnung dargestellt. Hier sehen wir, das UA zeigt genau in die Gegenrichtung wie das UR2. Mit der Knotenregel hier können wir Folgendes sagen. Unser Strom IR2 wird ja nichts anderes sein als die Summe aus IR1 und IR3, weil der Strom in dem Minuseingang ist 0, weil der Eingangswiderstand des Operationsverstärkers unendlich wird. Diese Knotenregel hier über die Ströme lösen wir auf, indem wir über das Ohmsche Gesetz einsetzen UR2 durch R2 für IR2, UR1 durch R1 für IR1 und UR3 durch R3 für IR3. Das erste, was wir tun ist, diese drei Widerstände werden gleich gewählt. Wir sagen also, R1 ist gleich R2 ist gleich R3 ist gleich R. Wenn wir die Formel jetzt noch einmal anschreiben, sehen wir, wir können hier unten im Nenner die Widerstände kürzen. Wenn wir jetzt noch anstatt der Widerstandsspannungen die Ausgangsspannungs- und Eingangsspannungen einsetzen, dann sagen wir, für UR2 setzen wir minus UA, für UR1 können wir UE1 setzen und für UR3 UE2. Wir bekommen also hier eine Gleichung, die uns zeigt, dass wir auf der rechten Seite eine Addition der Eingangsspannungen haben, auf der linken Seite aber ein Minus bei der Ausgangsspannung. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal umformen, können wir sagen, die Ausgangsspannung ist nichts anderes als Minus, Klammer, die Eingangsspannungen addiert.
Und das kann man beliebig erweitern, das heißt, man kann auch hier oben n Eingangsspannungen entsprechend addieren. Das bedeutet also, wir bekommen tatsächlich eine Summierschaltung, einen Addierer, allerdings behaftet mit einem Vorzeichen hier vorne, mit einem Minusvorzeichen. Das heißt, das Ergebnis der Addition wird mit minus 1 multipliziert. Soweit zum invertierenden Verstärker als Basis für diese Rechenschaltung des Umkehradierers und zur Funktion des Umkehradierers. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.